Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Isidora Jugovic. Sie dürfen raten, wo ich herkomme. Aber nein, lassen wir das lieber. Ich komme ursprünglich aus Serbien und besuche momentan die 4. Klasse an der BAföB in Innsbruck. Es freut mich sehr und wirklich sehr, dass ich mich mit Ihnen heute zweisprachig unterhalten darf. Dame i gospodo, moje ime je Isidora Jugović i čast mi je što mi je ukazana prilika od strane moje škole, BAföB u Innsbrucku, da vam se danas obratim na mom maternjem jeziku, a i na nemačkom. Es hat mich sehr gefreut, als meine Geschichtelehrerin meine Kolleginnen und mich eingeladen hat, teilzunehmen. Als jemand mit einem Migrationshintergrund wird man, und zwar egal, ob man selbst eine hat oder die Eltern, wird man sehr oft gesehen, beobachtet, aber kaum gibt es Chancen, gehört zu werden. Moram priznati da me ova ponuda od strane moje nastavnice istorije za mene i moje koleginice iznenadila, ali pozitivno. Jer kao neko ko ima pozadinu, migracionu pozadinu ili roditelje koji je imaju, mi smo često viđeni ili primećeni, ali retko kada saslušani. An den Schulen zum Beispiel, wir werden zwar unterstützt und unsere Identitäten werden meist mit Respekt begegnet. Jedoch nicht immer und nicht von allen. Immer wieder hört man Geschichten über Lehrer und Lehrerinnen, die einem keinen Einser in Deutsch geben können, weil das ja nicht unsere Muttersprache ist. Ich muss zugeben, leider hatte ich nie dieses Problem. Bei mir war es immer ein Kampf um einen Vierer. Aber ich finde das trotzdem nicht in Ordnung. Und ich hoffe, Sie teilen meine Meinung. Mit den Mitschülern und Mitschülerinnen muss man auch klarkommen können. Wir mit einem sogenannten Migrationshintergrund müssen einfach akzeptieren, dass nicht alle Mitschüler und Mitschülerinnen gleich tolerant sind. Und wir müssen uns einfach anpassen. Wir sind diejenigen, die sich dann anpassen sollten. Man ist sozusagen erst ein guter Ausländer und eine integrierte Ausländerin, wenn man Deutsch gelernt hat, und zwar gut. Erst dann ist man nicht so wie die anderen. U školi nam, nažalost, također nije uvek lako. Naravno, postoji mnogo nastavnika i nastavnica koji nas podržavaju i spominju naše identitete u strogo poštovanje, ali to neće uvek biti slučaj. I nije. Često čujem priče o deci koji nisu mogli da dobiju najvišu ocenu iz nemačkog, jer to jednostavno nije njihov maternji jezik i samim tim su učiteljima ruke vezane i ne mogu da daju najbolju ocenu. Ja nisam imala tih problema, nažalost, jer je kod mene uvijek bila borba za prolaznu ocenu, ali i dalje smatram da to nije u redu. I nadam se, zaista se nadam da vi dijelite moje mišljenje. Ali sa našim vršnjacima, ne samo sa učiteljima i učiteljicama, isto nije uvek lako. Moramo i sa njima da izađemo na kraj. Moramo da razumemo da nemaju svi ista mišljenja i da nisu svi tolerantni prema nama ili ne na istom nivou tolerancije. I onda moramo da shvatimo da smo mi ti koji moraju da se promene i jednostavno da se dodvore njima. Jer tek onda, kada smo naučili nemački, mi postajemo dobri Ausländeri i nismo takvi kao ostali. Ich muss aber sagen, in solche Situationen zu kommen und damit umgehen zu müssen, macht einen stärker. Wir, also die Kinder von Migranten und Migrantinnen,
lernen dann direkt an unseren Schulen, wie grausam die Welt sein kann. Es bereitet uns für die Realität vor und es zeigt uns, dass sich unsere Situation in unserem Leben nie wirklich ganz oder komplett ändern wird. Manchmal braucht es nur unseren Nachnamen, damit wir als Erwachsene einen Job vielleicht nicht kriegen. Also ich mit meinem Nachnamen werde wahrscheinlich schon etwas Spaß haben. Aber ja, ich werde es vielleicht ein bisschen schwieriger haben. Aber deswegen lerne ich es ja schon an meiner Schule. Also ja, damit macht uns unsere Schule stärker. Soll die Schule das aber? Soll die Schule ein Kind stark machen? Soll ein Kind überhaupt stark sein, um einen Schultag zu überstehen? Einen ganz normalen Schultag? Soll Schule uns stark machen oder soll Schule für alle mehr Verständnis schaffen? Sollen wir nicht alle Schüler und Schülerinnen zu Akzeptanz anfordern und unter anderem auch herausfordern, weil das muss ja nicht einfach sein. Es ist für uns auch nicht immer einfach, aber es führt zu einem besseren Ergebnis. Moram priznati da nas ove situacije u kojima moramo da se borimo ipak jačaju. Direktno u našim školama svako od nas dobija mogućnost da sazna kako ovaj svijet ume da bude grozan ili odvratan, okrutan. Sprema nas na realnost koja nas čeka i činjenicu da se ništa neće promijeniti u potpunosti. Da kasnije kad odrastemo, naše prezime može da bude samo prepreka da bi došli do radnog mesta. Naprimjer, moje prezime. Sa tim ću se vjerojatno pozabaviti. Ali škola jeste tu da bi mi nešto naučili, zar ne? Samo što mene zanima, da li to tako treba da bude? Da li škola treba da uči decu da budu jaki, da izdrže ili da ih uči razumevanju za sva živa bića i nas međusobno. To je naravno težak put i treba će vremena za to, ali je i dalje bolji put nego onaj po kojem mi hodamo. To je moje pitanje za vas i za sada sve. Hvala vam za vašu pažnju. Das wäre meine Frage an Sie und somit auch das Ende meiner Rede. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.